Ja, grüßt euch alle miteinander. Ich habe in den vergangenen Jahren immer mal wieder die Anfrage bekommen zum Thema, wie schaut es aus, Dennis, kann man in der Türkei als Ausländer oder auch als Türke, wie auch immer, irgendetwas finanzieren? Ob es jetzt Immobilie ist, ob es Auto ist, ob es der Kühlschrank, die Waschmaschine, die Nähmaschine, das Handy, was auch immer ist, geht das? Was kostet der Spaß? Und so viel sei schon mal vorweg gesagt, so günstig wie bei euch ist es hier nicht. Also bleibt dran. Einen wunderschönen hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis. Willkommen bei Türkei auf Deutsch. Ja, Thema Finanzierung. Macht es Sinn? Oder für wen macht es überhaupt Sinn? Macht es überhaupt für irgendeinen bei gesundem Menschenverstand Sinn? Okay, please, give us a credit and we will give you back money. Dem werden wir jetzt auf die Spur gehen. Und zwar, wir werden uns Immobilien anschauen und wir werden uns ein Beispiel anschauen zum Thema Auto. Also auf Handy etc., was ein Handy auf Pump kostet, damit beschäftigen wir uns nicht. Ich habe euch hier was mitgebracht. Ich habe jetzt einfach mal das Erste, was mir eingefallen war, Mercedes. Und dann wollte ich jetzt nicht einen AMG mit 500, 600 PS nehmen oder eine E-Klasse, sondern wir schauen uns mal das Kleinste vom Kleinsten an, die schnucklige A-Klasse, meiner Meinung nach ein Frauenauto. So, wie ihr seht, ich habe hier schon mal geschaut bei Autoscout. Gibt es verschiedene Fahrzeugtypen. Nehmen wir einfach mal so, ja, hier so ein 40.000 Euro Wagen. Baujahr 2023, im Februar ist ein Diesel, 150 PS, hat knapp 10.000 Kilometer gelaufen, ist Automatik. Was hat er denn da noch Schönes drinne? Ja, ist jetzt nichts Spektakuläres, keine besonderen Farben. Was hat er für Pakete drinne? Naja, ist auch egal. So, auf jeden Fall kann man schon machen. Jetzt steht hier bei euch, ich hole euch das mal ein bisschen näher ran, es steht schnucklige Finanzierung ab 350 Euro. Ich denke mal, wie mit allem im Leben wird das bonitätsabhängig sein. Das heißt, die Karre wird, lass es vielleicht 400 Euro kosten, dann hast du die Kiste ungefähr nach 10 Jahren bezahlt, wenn du keine Anzahlung machst. Also sind das 350, 400 Euro, was so ein Auto kosten würde. So, was kostet denn ein vergleichbares Auto in der wunderschönsten Diktatur der Welt? Ja, schauen wir uns mal an. Wir finden hier auch, nehmen wir mal irgendwas halbwegs Vergleichbares hier. Ja, 11.000 Kilometer, der andere hat 9 gehabt. Ja, ist eigentlich auch egal, letzten Endes, ne? Also ihr seht schon die Preise. Ja, wir sind so ungefähr bei 2,2, 2,3. Nehmen wir mal die goldene Mitte. Nehmen wir mal 2,3 oder was. Schauen wir uns mal an, was man dafür hier kriegt. Ja, ich hole euch das auch mal ein bisschen näher ran. Also auch A-Serie. Okay, Hybrid, okay. Sedan, auch 160 PS, ein anderes Modell, ist okay. Es geht ja letzten Endes nur um die halbwegs Vergleichbarkeit. Okay, Ausstattung wird wahrscheinlich einigermaßen identisch sein. So, 2,3 Lira, 2,3 Millionen Lira, gucken wir mal, wie viel ist denn das? Geteilt durch, machen wir mal 33. Das heißt, das Auto kostet 69.600 und ein paar zerquetschte, also 70.000 Euro. Bei euch 40.000, bei uns 70.000 Euro. Nicht neu, gebraucht, 6.000 Kilometer, ihr seht es. Ja, so viel dazu. Wenn man die ganze Geschichte jetzt auch so schnucklig auf Pump machen wollen würde, ja, wie das in Deutschland üblich ist, erster Job, erstmal ein Auto für 500 Euro finanzieren, keine Kohle verdient, aber Hauptsache, das Auto ist schon mal da. Gucken wir mal, was wir da machen können. So, gehen wir mal auf Taschit. Fahrzeuge. Gucken wir mal, ob die uns das finanzieren lassen. Nein, tun die nicht. Fängt ja schon mal ganz gut an. Okay. Gut.
Wir nehmen jetzt einfach, wir tun jetzt einfach mal so, als wären die 230.000 Lira, als wären die 2,3 Millionen und nehmen das Ergebnis mal 10 quasi. Es ist Ekin GL und die höchste Finanzierungsdauer sind leider nur 48 Monate. So, das heißt, da sind wir bei einem monatlichen Zinssatz, Monat, nicht Jahr. Also in Deutschland jammert rum, wenn die Immobilie 5-6% im Jahr kostet. Das habt ihr bei uns in 2 Monaten. Also das würde 12.000 kosten, mal 10. Ihr kommt schon wahrscheinlich jetzt ins Grübeln. Mal 10, wenn sie es denn machen würden, dann hättest du eine Rate von 122.000 Lira im Monat, um das Auto zu finanzieren. Wenn sie es denn machen. Aber bis nach 48 Monaten fertig. Also ihr seht schon, so eine Kiste zu finanzieren, egal ob es jetzt sowas ist oder ob es ein Tofasch ist oder was, kalkuliert mal so, ja, wenn es gut läuft, 3% ein im Monat. Im Monat. Und ja, dann würde die ganze Kiste eine halbe Viertelmillion oder was kosten. Also wir reden hier von einem Auto, was 40.000 Euro kostet. Das würde dann das 5-6-fache hier kosten, wenn du es finanzieren würdest. So viel zum Thema, lohnt sich eine Autofinanzierung? Hier habt ihr die Antwort, eher nicht, wenn ihr keine Kohle habt. Okay, please, give us a credit. Tja, dann ist das halt so. Ist für den einen oder anderen wahrscheinlich unbekanntes Terrain, aber deswegen seht ihr auch viele Leute mit dem Roller fahren, deswegen seht ihr auch viele ältere Autos, die dann irgendwie, weiß ich nicht, 200.000 Lira, 300.000 Lira, 30 Jahre altes Auto kosten. Und deswegen fahren die dann halt auch so welche Autos, weil die anderen schlichtweg ja unbezahlbar sind. So Freunde, jetzt schauen wir uns mal an, was würde denn eine Immobilie in der Finanzierung kosten? Also zuallererst, zu den Richtlinien. Die Richtlinien hier in der Türkei sind nicht viel anders wie bei euch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Heißt, du musst hier gemeldet sein, du musst hier Aufenthalt haben. Du musst hier einem Job sozialsteuerpflichtig nachgehen, du musst Steuern bezahlen und daraus muss dann ein Überschuss entstehen, der quasi eine Finanzierung möglich macht. Ihr seht, ich grinse schon, weil kann man aus Deutschland irgendwas finanzieren? Es gibt da wahrscheinlich halblegale Methoden. Die gibt es sicherlich wie mit allem im Leben. Aber der normale Weg ist so, du musst hier arbeiten, kannst auch selbstständig sein, kannst auch aus dem Ausland Geld beziehen so, und musst es nachweisen. Dann prüft die Bank, wenn sie dich schon länger kennt, dann gibt sie dir einen Kredit. Also zu den Finanzierungssachen. Ausländer können sowieso nicht komplett finanzieren. Diese 110-150% Finanzierungskiste, die gibt es hier so nicht. Also du musst auf jeden Fall Eigenkapital mitbringen. Ja, du musst dann als Ausländer 50% selber zahlen und wenn die Hütte 200.000 kostet, dann musst du 100.000 mal Cash auf den Tisch legen und die anderen 100.000 kannst du denn, wenn die Bank sagt, okay, kannst du dann finanzieren. So, zu den Zinsen, da kommen wir jetzt zu. Also, wir nehmen mal an, du würdest eine Wohnung finanzieren, die kostet um die 100.000 Euro. Ja? Ja, sagen wir mal, du würdest die auf 100% finanziert bekommen, was sowieso nicht funktioniert. Aber es ist im Prinzip egal. Ich nehme 100.000 Euro, weil das eine glatte Zahl ist. Ja, wenn es 200.000 sind, dann nimmst du es mal 2, bei 300.000 mal 3 und so weiter und so fort. Das sind 3,3 Millionen Lira. Schauen wir mal, was eine Immobilie kostet. Also wenn man eine Immobilie, einen Konut-Kredit, wenn man den finanzieren würde, 3,3 Millionen Lira auf 10 Jahre Laufzeit. Der günstigste ist da die Akbank, das soll keine Werbung sein. Aber ihr seht schon, das liegt so um die 3%. Das ist günstig noch. Das lag mal bei 4,5% oder 4,2%. Das ist jetzt wieder ein bisschen runtergegangen. Aber ihr seht, die monatliche Rate, die Finanzierungsrate, im günstigsten Fall wären es 95.000. 95.000, sagen wir mal 96 aufgerundet, geteilt durch 33. Habt ihr 2.900 Euro monatliche Belastung für die nächsten 10 Jahre, wenn ihr 100.000 Euro Immobilie hier finanzieren wollen würdet.
So, und ich denke mal, damit hat sich dann das Thema für die einen oder anderen auch schon erledigt. Also streicht es aus dem Kopf. Wenn ihr keine Kohle habt, gibt euch niemand hier irgendwas. Wenn ihr 50% der Kohle haben solltet, gibt es Spielregeln, wenn ihr euch dran haltet, also hier lebt, hier Einkommen erzielt und so weiter, das alles akkurat belegen kann, bei der Bank vorzugsweise, wo man schon was ist, dann hat man die Möglichkeit, dann dieses Schnäpperchen zu machen für 2.900 Euro. Wie gesagt, diese ganze 0% Finanzierungsgeschichte, wo die meisten ja auch so genossen haben, die Zeiten sind vorbei, die gab es in der Türkei nie. Dass man mit 110% irgendwie was finanzieren konnte, konnte jemanden reinsetzen, der hat das Ding abgezahlt und man hatte auch noch ein bisschen was über, wenn es gut lief. Also die Kiste, vergisst es. Das gibt es hier so nicht. Ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, wie machen die ganzen Leute das? Ja, die haben Geld, weiß ich nicht. Und wenn sie kein Geld haben, dann, ist so wie überall anders auf der Welt auch. Deswegen auch die Türkei ist da auch nicht das Schlaraffenland und eine Ausnahme. Ihr könnt mir ja mal Themenvorschläge reinhauen. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob euch dieses Thema gefallen hat, ob euch welche Themen grundsätzlich gefallen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis dahin habe ich die Ehre. Ciao, Leute.